In einem Railjet der ÖBB wurden anstatt einer Haltestellendurchsage offenbar Teile einer Hitlerrede abgespielt. Außerdem gab es minutenlang fehlerhafte und sinnlose Informationen. Es war nicht der erste derartige Vorfall. Der Nationalratsabgeordnete David Stöckmüller von den Grünen saß im Zug und postete den Vorfall auf Twitter. Krone TV hat sich mit ihm unterhalten. Es war eine äußerst skurrile Situation. Wir sind von Linz gekommen und plötzlich bei St. Pölten ging das ganze los. Es war am Anfang noch lustig. Es war Chris Lohner, die was irgendwelche Hoppelers präsentiert hat und eigentlich lustige Aussagen dabei. Das wurde dann immer skurriler. Es wurden dann plötzlich wurde Feueralarm ausgelöst. Also Achtung, es brennt. Bitte verlassen Sie den Zug, die Türen öffnen. Was äußerst skurril sind, ist mir erst später gekommen zu Hause, dass quasi das eigentlich extrem gefährlich ist, dass da plötzlich ein Feueralarm losgeht. Und das Skurrilste war dann so 10 Minuten vor Meidling oder 15 Minuten vor Meidling. Das war dann der Moment, wo plötzlich eine Hitlerrede begonnen hat, sich abzuspielen. Also es waren sicher so 30 Sekunden, 20 Sekunden einer Hitlerrede mit Heil Hitler. Und dann waren mehrere Folgen danach mit Sieg Heil. Also eines davon habe ich aufgenommen. Das erste war eigentlich das Sieg Heil, weil ich wollte eigentlich für Instagram eine Story machen mit dem, was passierte gerade in der ÖBB. Und haben gedacht, jetzt warte ich auf den nächsten Take. Und dann kam auf einmal dieses Sieg Heil. Deswegen, wenn Sie das Video gesehen haben, schaue ich auch zuerst ein bisschen, ja, was kommt jetzt? Und dann so, what? Ich habe gar nicht glauben können, dass sowas im Zug abgespielt wird. Also mich hat es richtig geschreckt und auch die Passanten, also die anderen Zugfahrerinnen und Zugfahrer auch ebenso, die hat alle, was passiert jetzt? Und wir sind dann kurz vor Meidling dann auch zu der Zugbegleiterin gegangen, die war komplett aufgelöst, die hat geweint, die hat geschrien eigentlich fast, sie weiß nicht, was sie tun soll, sie hat alle Sicherungen rausgerissen, es wird ständig abgespielt, sie hat mir das dann selber gezeigt am Telefon. Das ist so eine Art Telefon, wo man mit einer Drucktaste quasi die Durchsagen machen kann. Und sie hat immer wieder versucht, da drauf zu drücken. Sie sehen, ich kann es nicht, ich kann nichts unterbrechen, ich kann nichts unterbrechen. Das spielt sich einfach ab. Und also es war komplette Verwirrung. Sie müssen ja vorstellen, da sitzen ja nicht nur Österreicher, sondern Touristen, internationale Gäste. Ich habe eine E-Mail bekommen gestern am Abend noch, von einem jüdischen Rabbi, der mir geschrieben hat, dass er mit einer NS-Opfer, also mit einer NS-Überlebenden aus dieser Zeit im Zug gesessen ist, die dann geweint hat, die sich aufgelöst hat. Ich habe jetzt keine Bestätigung davon. Ich habe nur eine E-Mail bekommen von denen. Und ich habe mir dann gedacht, Wahnsinn. Also wie muss man sich fühlen, wenn man in Österreich in einem Zug sitzt und plötzlich wird, ohne dass du aus kannst, ohne dass du irgendwo aussteigen kannst, ohne dass du diese Fahrt beenden kannst, ohne dass du weghören kannst, die Hitlerrede abgespielt, wird Sieg Heil gespielt und du bist da mittendrin. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es gibt Tipps, sage ich, aber können Sie nicht irgendwie jemanden anrufen von der Zugführung, also von der Leitstelle? Da ist das bei der ÖBB, von der Leitstellung können Sie dementsprechend auch irgendwas machen oder sonst was. Sie hat gesagt, da ist niemand da am Sonntag, sie weiß jetzt nicht, wen sie da erreichen soll, sie schreibt eh schon, sie tut eh schon alles. Wenn wir wirklich dieses System so schnell knacken können, dass das zwei Personen einfach im Zug, also so ist es laut ÖBB, einfach benutzen können, das darf einfach nicht passieren. Stellen Sie vor, im Flugzeug würde sowas passieren, das ist ja nichts anderes, ja, das geht ja gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hitler einfach so aufgespielt wird mit Sieg Heil rufe. Da war nicht mal ein Kontext, einfach nur Sieg Heil rufe quasi im Zug. Und wenn da wirklich KZ-Überlebende im Zug waren und auch, also es waren auch einige Juden im Zug, die mir geschrieben haben von der Community, das ist schon bedenklich. Die zwei Tatverdächtigen, bei denen es sich nicht um ÖBB-Mitarbeiter handeln sollen, würden am Montag noch angezeigt werden. Die Verbreitung nationalsozialistischer Inhalte fällt unter Wiederbetätigung und ist strafbar.